Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, warum ich jetzt hier stehe, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe das Spiel angemacht und ich stand hier. Direkt bei dem Punkt. Ja gut, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann kann ich nicht abgelenkt werden von Türmen oder sonst irgendwas. Kurze Sache noch, es ist draußen übelste Eskalation, ihr wisst es, Sturm, Regen. Wenn ihr das im Hintergrund hört, tut mir leid, aber es ist gerade wirklich Eskalation draußen. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier hochkomme. Ich sehe gerade, ich bin sogar schon hier drinne. Okay. Altair, schön euch zu sehen und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Wow. Von Schmieden, Händlern, Geldwechsel. Läuft bei dem Typen. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was der gesagt hat, aber ich kann euch. Wahrscheinlich hat er das auch gesagt, aber ich kann es auch nochmal sagen. Die Feder ist dafür da, damit wir das Blut dem vorzeigen können. Ich glaube, damit fängt er dann das Blut so ein bisschen ein. Ich meine, so war das gewesen. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich kann auch wieder Scheiße labern. Das seid ihr ja von mir gewohnt. Ich laber ja nur Scheiße. Okay. Spring! Wir müssen jetzt irgendwo da hinten hin. Da ist irgendwas komisch. Das Zeichen haben wir auf jeden Fall noch nicht gehabt. Und ich weiß auch gerade nicht mehr, was das wirklich bedeutet. Ist ja egal. Schön, dass wir hier gerade auf den Dächern sind. Da hinten sehe ich einen Turm. Das meine ich mit Ablenken, aber ich hätte jetzt doch gerne den Turm. Es sind eh nur 111 Meter bis da hinten hin. Geht das hier oder was? Jeder Betonblock. Das heißt Beton, ist Stein. Ich glaube, damals gab es noch nicht so wirklich Beton. So, dann klettern wir mal da hoch. Ich habe gesagt, hoch. So. Wieder schön die Aussicht genießen. Mach mal ja gerne. Draußen ist übelste Eskalation. Und das ist schon der vierte von neun. Das finde ich ja eigentlich ganz geil. Und da hinten sehe ich auch schon den nächsten. Das ist dann auch schon der fünfte von neun. Meine Güte. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ah ja, ich weiß welche. An die Leiter. Oh, ho, ho, ho. Dass er sich da noch festgehalten hat, das ist schon eine Leistung. Das ist eine Leistung. Es ist übelst eskalieren. Kletter doch mal hoch. Dankeschön. So. Da wollen wir mal. Noch höher. Noch höher. Und dann ist das Ding. Ja. Gut. Und damit haben wir auch schon den fünften von neun. Wie gesagt, es gibt keine Trophäen. Ich habe jetzt gesehen. Ich war ja über das Wochenende auf einem Geburtstag und da haben wir auch ein bisschen mal gezockt. Und da habe ich bei seinen Trophäen gesehen. Bei Assassin's Creed 2 gibt es Trophäen. Genauso wie bei Assassin's Creed 3 und so weiter. Das heißt, nur Hidetta hat keine Trophäen. Und ich sehe, da werden schon wieder ein paar Leute verprügelt.
Das gefällt mir gar nicht. Was steht ihr da herum? Geht. Meint ihr das hier? Jawohl, die meinen das. Wow! Ich wollte gerade schon sagen. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Jo. Was ist das? Ich hab wieder Bürger gerettet. 5 von 12. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Also, endlich treffen wir uns. Und ich sehe da hinten noch einen. Der gemobbt wird. Ja, ich nenne es mal gemobbt. Oder hätten sie schon ein Dings? Ich werde dir die Hände abschlagen. Wie gesagt, wenn ich nicht auf die Bank setzen, du sollst da gerade einen Typen befreien. Wenn ich das sehe, dann hole ich das. Auch wenn es keine Trophäen gibt. Ich will das haben. Tut mir leid. Braucht ihr etwas? Erstmal drauf. So, dann der. Zack, 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 zack. Oh, da ist schon wieder ein neuer gekommen hier. Mann, blocken. Dankeschön. Ausweichen meine ich, nicht blocken. Ja, also geht doch. Nicht den anvisieren, die da anvisieren. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Was ist hier geschehen? Jo, alles korrekt. So, dann war da hinten irgendwo wieder so ein Turm, ne? Jawohl. Warum würde jemand so etwas tun? Bei einem Fenster am besten. Ja. Ja, kletter hoch. Ja, danke. Da ist doch schon der Turm. Wow. Ganz ruhig. So, erstmal da drauf. Da dran. Jawohl. Schön. Dann hier hoch. Okay, das ist ein anderer Turm. Das sieht ein bisschen anspruchsvoller aus. Soll ich mich denn da festhalten? Hier kann ich mich festhalten. Ja. 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 Okay. Ja, pf, ich meine, die müssen wir schon töten, ne? Das war mal ein cooler Turm. Das ist ja hier so eine Türkei-Fahne. Falls es überhaupt in dem Spiel Türkei bedeuten soll. Ich denke aber mal schon, oder? Ich kenne mich leider nicht so mit Story und so Geschichte und so. Kenne ich mich leider nicht so wirklich viel mit aus. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, okay, indem sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen. Warum der jetzt nicht seinen Todessprung gemacht hat, das braucht ihr mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Warum springt der denn da einfach so runter? Ist doch klar, dass er direkt da tot ist. Jetzt bin ich wieder hier. Scheiße, ich hoffe, das andere hat gespeichert. Aber eigentlich sollte es ja, oder? Ich müsste das ja gespeichert haben. Warum findet er das nicht gut da unten? Ich mach doch nichts. Geh mal da rein hier. Du sollst da rein. Ah, der hat mich gesehen. Ich häng fest. Hi. Du Spacken, du willst also was von mir, hä? Genau, fall da runter, ich spring hinterher und bam, mach dich erstmal fertig, Junge. Okay, er macht mich fertig. Ich hab schon gesehen. Aha. Hallo. Was geht denn bei dem Typen? Warum drücke ich denn immer L1? Ich will das eigentlich gar nicht. Jetzt hör auf, mich hier rumzuschmeißen, Junge. Meine Fresse! Mich macht die gerade alles fertig. Mich macht die Höhe fertig. Wir machen hier den Templar fertig. Mein Gott, ich will doch einfach nur da hinten hin. Das ist doch nicht so schwer.
Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen blöd. Ich glaube, es gibt niemanden, der so oft in Assassin's Creed gestorben ist wie ich. Und das erst im 7. Part oder im 8. Ich weiß nicht mehr, wie viel der das ist. Ah, egal. Wie Bürger retten? Hier ist gar kein Bürger. Das würde ich auf der Karte sehen, Junge. Aber es sieht so aus, als hätte das abgespeichert, die Türme und so. Hätte mich auch stark gewundert, wenn nicht. Weil da steht ja auch immer, dass es dann speichert. Ich habe lange keine Flagge mehr gesehen. Da hinten sehe ich aber noch ein paar Sachen. Ich befreie erstmal den Bürger hier unten. Den da? Alter Junge! Raste nicht aus! So, du bist der Nächste. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Bürger geschlagen. Wollte ich gar nicht. Bam, alle One-Hit. Jawohl. Sauber. Ah, da haben wir wieder hier 7 von 12 Bürger gerettet. Dann sehe ich da hinten noch einen Turm. Ist das das komplette Ding hier, oder was? Holy shit. Das fände ich echt geil. Kletter doch da hoch, da siehst du einen Vorsprung, da kannst du dich doch dran festhalten. Och, Junge. Ja, also, geht doch. Warum hast du das denn nicht eben gemacht? Okay, wo jetzt? Hier. Ja. Dann hier. Dann nimm das Fenster. Alter, wer macht denn so Sprünge? Oh, ich komme ja direkt hier genau da drunter raus. Finde ich gut. Hallo, kletter da hoch. Ja, danke. Das ist jetzt der 6. von 9. Habe ich das richtig im Kopf? Habe ich das richtig im Kopf? Ja. So. Jetzt bin ich schon überlegen. Machen wir noch was? Und dann lasse ich das jetzt hier mal beenden. Ich glaube, ich beende das hier. Weil. Ich glaube, der Part würde zu lang gehen, wenn wir das da hinten noch machen würden. Und wenn er mich sowieso wieder da rauslässt, wo wir hin müssen? Mal gucken. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zwar jetzt wieder viele Nebensächlichkeiten gemacht, aber ihr wisst ja, ich will alles mitnehmen. Ne? Es tut mir leid, aber ich bin halt so. Naja, wir haben immerhin schon mal da mit diesem Typen da geredet. Wen wir schon mal umbringen müssen, wissen wir schon. Ich weiß es nicht, ich muss das nachgucken. Weil ich habe ja keinen Ton. Aber das werde ich dann im nächsten Mal wieder ein bisschen aufrollen. Und so, ja. Dann werden wir den dann im nächsten Part töten oder sonst irgendwas. Mal schauen, was das Zeichen da bedeutet. Ja. Schaltet demnächst mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.